man braucht diese Munition vor allem in Bachmut gerade. Wir haben das schon angesprochen und die Ukraine macht auch immer wieder klar, man wird diese Stadt nicht hergeben, nicht kampflos. Die Verluste sind menschlich riesig, aber eben auch bei dem, was man an Material dort jetzt weiterhin verliert. Wie schätzen Sie die Situation um Bachmut ein? Ist das etwas, was militärisch Sinn macht zu halten, weil man natürlich auch russische Truppen bindet? Ich habe so den Eindruck im Laufe dieses Jahres gewonnen, dieser Krieg ist auch geprägt von sehr symbolhaften Kriterien. Moral spielt dort eine sehr, sehr große Rolle. Der Kampf um Bachmut, der dauert jetzt schon Monate. Ich glaube einfach, das hat sich in den Menschen, auch in den Soldaten auf beiden Seiten so festgesetzt, dass keiner diese Stadt aufgeben will. Und das sehen wir jetzt. Der Blutzoll ist entsprechend hoch. Militärisch würde es vermutlich Sinn machen, wenn im Rahmen dieser Verzögerungsoperation die Ukraine diese Linie räumen würde, um dann ein paar Kilometer weiter hinten frisch gestärkt mit neuer Munition, neu organisiert, eine neue Operation zu starten. Oder aber vielleicht sogar jetzt zu warten, bis unsere Kampfpanzer kommen, um dann in Bachmut, das kann jetzt innerhalb von Wochen geschehen, eine Gegenoffensive zu starten. Dann würde ich für diesen konkreten, eng begrenzten Raum mal sagen, dann sind die Karten wieder offen. Wir sind sehr gespannt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen zu den aktuellen Geschehnissen, vor allem in der Ukraine. Dankeschön. Gerne doch. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.